Heute spielen wir Minecraft, aber ich kann Mobs zähmen. Das heißt, ich kann heute alle Mobs wirklich zähmen und die kämpfen einfach für mich. Ihr seht schon, ich habe einen Goldapfel in meinem Inventar. Das Ganze kann ich mit diesem Goldapfel machen. Und zwar muss ich einfach diesen Goldapfel auf einen Mob werfen. Ich zeige euch das jetzt gleich mal. Ich baue mir jetzt eben kurz hier Schwertsachen. Und dann zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Und dann greifen diese Mobs tatsächlich auch für mich an. Ich zähme die quasi wie so ein Wolf und dann greifen die für mich an. Wenn ich jetzt das einmal da drauf werfe, seht ihr, leuchtet der so ein bisschen. Und den kann ich jetzt halt einfach töten. Wenn der jetzt mal runterkommt. Ey, Kollege! So, der ist jetzt halt auch aggro auf mich. Und jetzt habe ich ihn gekillt und jetzt droppt er ein Ei. Und dieses Ei kann ich jetzt platzieren und dann gehört die Biene zu mir. Und ihr seht schon, der fetzt den jetzt, weil der mich angegriffen hat. Los, mein kaputt, Junge! Ja, 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 ja! Fetz ihn! Boah, guck mal, das wird ein epischer Fight. Wer gewinnt? Meiner ist einfach besser. Bro, chill mal! Aber guck, er verteidigt mich richtig krass. Komm, jetzt rackern wir die alle kaputt. Warte, wir machen uns eine Bienenarmee. Oh nein, es ist ein 2v1, Alter! Das ist unfair! Dich, Kollege. So, und jetzt killen wir dich. Jetzt haben wir schon direkt 2 Bienen. Mega geil. So. Ja, wir haben ihn. Jetzt kommt auf ihn. Komm, ihr killt den jetzt. Okay, ich habe ihn gekillt. So, okay, jetzt haben wir schon mal 3 Bienen als Army. Schaut euch das mal an. Die beschützen mich einfach. Wenn jemand Stress will, die Bienen sind direkt am Start und geben dem aufs Maul. Mal gucken, wie einfach man damit Minecraft durchspielen kann und mit was für krassen OP-Mobs wir noch so spielen können. Jetzt gerade haben wir noch Bienen, aber das Ganze kann sich upgraden auf Skelette, Enderman. Wir können das so hoch spielen. Also ich kann wirklich alle Mobs zähmen, aber es greifen nur die Mobs an, die auch im Spiel wirklich angreifen. Also es ist jetzt nicht so, dass eine Kuh auf einmal hier attackt oder ein Huhn, ihr habt es ja gerade gesehen. Und dann baue ich mir gleich so eine heftige Army auf. Wir werden hier wirklich richtig krass gleich equippen, ja? Was ist das denn für ein Endportal? Hä, ist es umgekippt? Was soll das? Ja, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist irgendwie vielleicht in Höhlen gehen und da irgendwie Mobs farmen. Dann machen wir das jetzt mal. Wir werden jetzt ein paar Mobs ranholen, dass wir uns so eine richtig heftige Army bauen. Im End wird es wahrscheinlich schlauer sein, so auf Skelette zu gehen, also damit die mir auch helfen, den Enderdrachen anzugreifen. Oder halt auch so Bienen und so, die dem hinterherfliegen. Aber jetzt wird es dunkel. Wir werden uns so krasse Sachen ranholen. Wir werden Spinnen ranholen. Wir werden Skelette ranholen. Wir werden Zombies ranholen, Creeper, weiß ich nicht, weil ich Angst habe, dass die dann explodieren. Aber das schauen wir mal. Wenn ich den jetzt einfach mal hier hinschmeiße, den, so haben wir den jetzt auch. Und jetzt killen wir die hier einfach. Zack, Spinne haben wir. So, die Spinne placen wir. Zack, Spinne, hilf mir. Zombies placen wir auch. No! Die sind einfach direkt gestorben. Ihr habt ja gar nichts gemacht. Okay, wir müssen die Army weiter aufbauen. Wir haben ein Skelett gekillt. Wo ist das da? Zack. Yo, einen Drowned. Den killen wir jetzt auch noch. Jetzt haben wir noch einen Drowned. Also wir haben jetzt hier schon eine ordentliche Army. Guckt euch das an. Guckt euch die Truppe an. Mit meiner Gang, die Stadt am kontrollieren. Mein Goldapfel. Mein Goldapfel ist weg. Wir brauchen den wieder, sonst können wir keine Monster zähmen. Wo ist der Goldapfel? Den habe ich doch hier irgendwo gedroppt, oder? Da, da schwimmt er. Guck mal, der Skelett sogar unter Wasser, Junge. Er kennt keine Gnade. Er fetzt ihn richtig. Boah, richtiger Blockbuster-Movie war das. Ey, 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 Hilfe! Macht die kaputt! Guckt euch das an, was für eine Army ich hier habe. Kommt, den fetzen wir jetzt. Los, Attacke! Fetzt ihn! Hier, yeah, wir haben Enderman! Da ist ein Dorf. Okay, da laufen wir jetzt hin. Oh, ich habe eine Idee. Wir zähmen den Eisengolem. Yo, wie OP! Aber ich habe Angst, dass der Eisengolem dann auch meine Mobs angreift. Aber schaut euch diese Army an. Die ist gestört. Okay, ich würde da mal sagen, legt mal los. Oh nein, der ist doch viel zu strong. Schaut euch das an. Oh, oh mein Gott. Ich habe es geschafft. Ich bin wieder zurück. Wir müssen wirklich diesen Eisengolem in unsere Sammlung kriegen. Schaut euch an, wie OP ist so ein Eisengolem, ja? Der hat alle von uns umgebracht. Der hat wirklich alles gekillt. Ich baue mich jetzt hier nochmal hoch, schmeiß dann den Goldapfel auf ihn. Oh, wir haben ihn. Was ist denn jetzt passiert? Bro, der Eisengolem killt alle. Was ist das? Digi, Eisengolem, Chimmer. Ja, komm, dann nehmen wir mal noch dich mit. Jetzt haben wir hier einen Villager. Ich weiß nicht wofür, aber wir haben einen Villager. Also mit so einem Eisengolem sind wir schon echt krass aufgestellt, ne? Wirklich jetzt. Aber wenn der alle umbringt, macht das ja gar keinen Sinn. Wenn der jetzt gleich anfängt, da, wenn ich Zombies zähme, die Zombies umzunieten. Da ist noch ein Dorf. Wir holen uns einfach noch einen zweiten Eisengolem. Ist das krank? Zähm dich. Hey, yo! Unser Eisengolem ist am Start. Hey, yo! So, jetzt haben wir 2 Eisengolem. Hä, da ist einfach noch ein Dorf. Was ist das denn? Noch ein Eisengolem. Hä? Wir bauen jetzt hier einfach einen ganzen Squad mit Eisengolems. Da kenne ich echt keine Gnade. Nummer 3. Boah, ist schon geil, ne? Möchten wir jetzt wissen, wenn ich den jetzt zähme, ne? Jetzt gehört er ja mir. Wenn ich den jetzt place, greifen die den an? Nee, guck mal. Die sind lieb. Yo, wir können Sachen zähmen. So, dann zähmen wir dich mal. Nein, 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 die greifen. Die haben ihn angegriffen. Nee, guck mal. Die sind lieb. Hier ist ein Lava.
Aquasee. Wir können schon mal in den Nether. Okay, wir brauchen nicht so viel. Wir nehmen aber mal ein bisschen was mit. Dann craften wir uns gleich einfach so ein bisschen Rüstung und alles. Ich fühle mich so ein bisschen mehr sicher, ne? Guck mal, hier einfach weg. Ihr zwei seid zwar total useless, aber egal. Wenn wer Stress will, kommen sie. Was willst du, hä? Tot. Nichts kannst du tun. Jetzt können wir eigentlich in den Nether gehen. Nur ich habe ein bisschen... Kann man die irgendwie hinsetzen oder so? Ich habe Angst, dass einer von euch dumm ist und in die Lava rennt. Ihr chillt da jetzt eure Eier, okay? Hier so ein Auffangbecken hin. Ich krieg das hin. So, hier dieses Auffangbecken. Dann muss hier sowas hin. Und... Ach, ich krieg's nicht hin. Scheiß drauf. Wir machen's auf die altmodische, dumme Art. So, hier jetzt haben wir hier schon mal das. Place ich den da mal hin. So, hier im Block dran. Hey, das Portal steht. Wir haben es geschafft. So, jetzt machen wir noch ein Feuerzeug und dann geht's auch rein da, ne? Und ich baue mich mal jetzt hier lang. Da oben geht's ein bisschen weiter her. Nein, mein Pferd ist down. Warum? Eisengolem down. Nein! Die sind alle gestorben. Nein! Weil die hier alle rumgeglitscht sind bestimmt. Okay, dann müssen wir einfach einen anderen Plan aufziehen. So, wenn wir dich jetzt zähmen hier, ne? Zack, du gehörst jetzt mir. Wir können uns erstmal eine kranke Army zusammenbauen und dann farmen wir. Das ist bestimmt smart. So, hier sieht's doch gut aus. Guck mal, da ist doch direkt einer. Den killen wir jetzt mal. Wir brauchen Enderperlen, ja? Das Ziel ist es, Enderperlen ranzuholen. Los, Zombies! Und Skelette, alles. Attacke! Ja, wir farmen jetzt Enderperlen und danach suchen wir Blazes. Und die Blazes müssen wir auch unbedingt mitnehmen, weil die sind bestimmt OP gleich für einen Endkampf. Digga, meine ganzen Zombies alle sind gestorben. Alles wegen euch, ja? Und der scheiß Dorfbewohner mal wieder, ne? Wieder am Leben. Komm, ich fetze euch jetzt alle. Aber Bro, wo ist der Goldapfel? Guck mal, er kommt gar nicht an mich ran, Alter. Jetzt schau dir das an. Wie geil. So, ich habe jetzt 14 Enderperlen. Die habe ich mir jetzt gerade hier alle zusammengefarmt. Und jetzt können wir uns eine Festung suchen. Oh, das war so ein Fehler, ne? Oh nein. Die werde ich ja jetzt hier nie los, alle. So, ich muss mir jetzt hier mal was überlegen. Was mache ich? Und mein Goldapfel ist weg. Boah, ich habe hier einen richtigen Weltkrieg angezettelt, Alter. Bro, schau dir das mal an. So, sind die jetzt noch aggro auf mich? Nee, ne? Lass mal jetzt hier kurz erstmal ein bisschen chillen, ja? Oh, Bro, bist du dumm? Warum rennst du in Feuer? Okay, die sind nicht mehr aggro auf mich. Wir haben es überlebt. Oh, war das ein Kampf jetzt, Alter. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist... Oh, ich wollte es gerade sagen, eine Festung. Da ist sie doch. Okay, dann gehen wir jetzt mal da runter. So. Jetzt, ey, ihr müsst mich beschützen hier, Jungs, okay? Ihr könnt da nicht einfach rumchillen. Dieser Dorfbewohner lebt einfach immer noch. Alle sind verreckt. Alle, wirklich. Ich habe schon 20 Mal mir neue Truppen zusammengesucht. Alle verreckt. Aber der Kollege ist immer noch treu geblieben. Tötet ihn. Nein, ihr sollt euch nicht töten. Hallo. Killen die sich einfach alle? Springen die da erstmal runter. Digga, wir spielen einfach Pokémon, Alter. Gotta catch them all. Ich will der Allerbeste sein. Nein, der Dorfbewohner ist gestorben. Komm, dann nehmen wir mal noch dich mit. Aber der Kollege ist immer noch treu geblieben. Ja, jetzt haben wir's. Komm, du kommst jetzt in die Sammlung. Bab, den haben wir. Da, eine Blaze. Digga, ein Genie bin ich. Okay, ich habe ihn rausgeboostet. So, jetzt farmen wir hier noch ein paar Blazes. So, fetzt ihn. Schaut euch mal an, das ist doch schon gut so, oder? Wir farmen jetzt gleich hier noch ein paar Skelette und dann haben wir's. Digga, hier ist einfach ein Pillager-Outpost. Die können wir eigentlich auch alle mitnehmen, ne? Das wäre eigentlich auch nochmal gut, aber... Ja, komm, guck mal, die haben doch alle hier noch eine Armbrust. Tschüss, schaut euch mal an, was wir hier aufgebaut haben. Auf einmal, aus nichts. Mega strong. Hey, wir sind da. Jetzt müssen wir nur noch das Portal finden. Oh, wir haben auch genau passend dabei. Jetzt dürfen wir nicht choken. So, Digga, die ganze Zeit... Ha, 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 ha. Junge, wie das abfuckt. Jetzt sind wir endlich im End und müssen nur noch den Enderdrachen killen. Und schaut euch an, was für eine Armee ich habe. Schaut euch das an. Hier, meine ganze Armee hier. So, Jungs, das machen wir jetzt hier, ja? Okay, jetzt erstmal hier die ganzen Endcrystals. Zack. Digga, er geht halt jetzt schon runter. Hey, Chimmer! Nein! Was ist das? Meine ganzen Monster sind durch die Gegend geflogen. Bro, er ist ja richtig krank. Ey, der hat schon so viele gekillt, ne? Er hat einfach alle umgebracht. Das hat mir nichts gebracht jetzt. Aber wir haben schon mal ordentlich Damage gemacht. Er hat einfach alle gekillt. Ich habe nur noch die eine Blaze, die auch One-Hit ist. Die Mobs haben mir nichts gebracht. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, hätten wir die Eisengolem noch. Wir haben es geschafft. Wir haben Minecraft durchgespielt. Alter, war das jetzt ein Kampf, ey. Alle Mobs tot. Nicht einer hat überlebt. Wirklich.
alle sind gestorben. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst doch hier gerne mal ein Abo da. Wir sind nämlich kurz vor den 10.000. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video und ciao. J'ai changé d'avis pour changer l'avenir, des années à vivre.